Hallo Minecraft-Freunde, wir haben in der letzten Folge, was haben wir da gemacht eigentlich, ich habe keine Ahnung mehr, was haben wir gemacht, ich glaube, wir haben hier oben den Verzauberungstisch gebaut, wir haben ein bisschen was verzaubert, also wir haben zumindest den Tisch mal umgestellt, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was haben wir denn eigentlich für Mist gemacht, wir sind rumgerannt, haben Bäume gefällt, glaube ich, oder? Ich meine schon. Ah, wir haben Enderman gesucht. Ah, Enderman war ja letzte Folge. Das war unser großes Thema. Haben wir nicht gefunden. Natürlich weiß ich, dass man das Auge craften muss. Aus Perlen und diesen Staub von diesen Lohndingern. Und dafür müssen wir uns jetzt Lohndinger besorgen. Das ist schon ganz gut, dass ich hier eine Feuerschutzrüstung habe. Achso, hier genau. Inventar. Das ist das, was ich gefarmt habe. Also hier, das ist beim Farmen herausgekommen. Ich wollte euch jetzt nicht vorenthalten. Ich habe auch nur genau dieses Inventar vorgefarmt. Das werde ich jetzt eben noch schnell wegräumen. Damit ich dann wieder frohen Werkes in die Hülle vielleicht gehen kann. Ich muss mal meinen Sound ein bisschen lauter machen. Ich bin ein bisschen leise hier bei mir. So, ich nehme mal ein Stick, würde ich sagen, gleich mit. So. Kies ist da oben jetzt. Genau. Und dann haben wir Feuerstein dabei. Okay, wir haben ein bisschen Kohle. Wir haben, das Fleisch natürlich nicht, aber wir haben Diamanten gefunden. Sogar jede Menge. Also zwei Stellen, wo Diamanten waren. Das war schon nicht so schlecht. Und Diamanten keine extra Kiste. Sind die oben bei Erze drin? Jo. Alles klar. So, jetzt haben wir hier noch Lapis dazu. Das müssten wir vielleicht auch ein bisschen sortieren. Machen wir mal so. Warum ich das jetzt so mache, das ist ganz einfach. Jetzt kann ich das einfach hier so. Das ist eingeordnet. So, was ist das? Das ist Eisenerz. Davon haben wir noch ein bisschen mehr. Was ist das? Das ist auch Eisenerz. Kann man zusammenpacken. Das ist Golderz. Das kann auch dahin. So. Was ist das denn hier? Goldnuggets. So sehen die hier aus. Okay. So, fertige Barren haben wir natürlich auch. Wir nehmen nochmal 6 Stück mit. Für die Hölle vielleicht. Das Holz bleiben wir auch dabei. So, Redstone. Redstone wird hier hin. Davon haben wir natürlich wieder einiges mitgenommen. Deswegen sind wir auch den Level schon wieder so hoch. Level 25. Weil einfach durch das Abbauen der Kohle und des Redstones. Nee, da war doch falsch. Durch das, durch Kohle und Redstone ist einfach so viel entstanden. So, die Erde muss weg. Die haben wir hier hinten irgendwo eine Kiste da. Was macht denn das Holz da drin? Das ist gut. Nehmen wir das nochmal mit, das kann man immer gebrauchen. Das Eisen nehmen wir auch mit, ein Dings haben wir dabei. Okay, jetzt würde ich gerade nochmal sagen, weil wir schon mal hier sind, würde ich hier das, den 64er-Stack eben anfangen zu schmelzen. Oh, da habe ich gerade hier reingetan, ich brauche 8 Stück. Ah, komm mal drauf. Da haben wir 8. Ja, das kann auch so liegen bleiben, ist völlig egal. So, das packen wir dann hier rein. Da oben. So, das kann schon mal schmelzen, das ist gut. Entschuldigung, wir gucken mal, ob wir noch eine Verzauberung hinkriegen. Vielleicht haben wir ja noch einen Feuerschutz, dann werden wir... Weil diese Lohenviecher, die schießen ja mit Feuerbällen, das wissen wir alle. So. Ich will was in meine Ausrüstung reinpacken. Was habe ich denn nicht verzaubert? Die Schuhe, die bringen nicht so viel, ne? Ach doch, komm, Schuhe, ist gut. Gucken, was wir auf die Schuhe verzaubern können. Level 11. Mehr nicht. Geht mal wieder auf hier, die Schuhe. So. Ja, hör doch auf. So, Level 19, noch schlimmer. Gibt ihr die jetzt automatisch wieder auch gut? Level 18, na, aber das machen wir mal. Ja, und das ist Schutz, naja, immerhin nicht Feuerschutz, aber Schutz. Das ist auch ganz cool. Jetzt, oh, wir leuchten bald, leuchten wir ganz lila. Er muss sich ein Level, komm, das machen wir mal eben. Vielleicht finden wir noch was. Level 4, gibt es da was Höheres? Ich weiß es nicht. Level 7, was ist geworden? Schusssicher, na gut, alles klar. So, jetzt sind wir Mr. Lila. Und da sind die Level auch schon wieder alle weg. So, warum ich das nächste Netherportal, was überhaupt noch funktioniert? Das ist ja bei mir so eine Sache, ne? Ich habe die alle mittlerweile abgerissen oder wieder aufgebaut oder sonst was. Das, ich glaube, hier war mal eins. Ob das noch da ist, weiß ich allerdings nicht. Oh ja, doch, das ist an. Das können wir nehmen. Gucken, wo wir rauskommen. So, ab in den Nether. So. Das Haupthaus im Nether ist hier. Und damit ich das wiederfinde, weil ich jetzt gehe auf Lohn suche, mache ich mir hier mal so einen Wegpunkt hin. C. Wir nennen es einfach Ausgang. Ausgang ist gut. Ausgang. Okay. So, finde ich den denn hier wieder? Wahrscheinlich, oder? Ja, den findet man wieder. So, ich glaube, die Festung. Wir hatten ja schon eine Festung. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Das ist ja nicht von meinem Maus die Fackelfolge, ne? So müsste das eigentlich sein. Also geht diese Fackeln. Ist das richtig? Dass diese Fackeln. Und dann hier runter. Ups, da ist Feuer. Genauso müsste das eigentlich gewesen sein. Ah, ich sehe gerade keine Monster.
Das ist natürlich auch klar, weil ich spiele auch friedlich. Als ich da unten gefarmt habe, hatte ich keinen Bock, die Monster zu begegnen. Jetzt sind wir wieder auf normal. Und schon spawnen die Monster auch wieder. Was ist das denn da? Habt ihr das da liegen gelassen letztes Mal? Oder wächst hier neuerdings Bambus in der Hölle? Nee, 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 das kann nicht sein. So, wir müssen hier weiter. Es sind ja auch noch ganz schön viele Schweinchen hier entstanden. Aber Goldnuggets haben wir genug, da heißt, gegen die brauchen wir jetzt nicht zu kämpfen. So, an der Lava vorbei, darüber, darunter. Kann man hier noch meinen Ausgang sehen? Ja, das ist ganz gut. Und da ist schon die Festung. Ich weiß nicht, ob da noch Lohnen drin waren oder sowas, aber ich werde schon welche finden. Wir brauchen ja ein paar Blazewoods. Und zwar für die Augen. Wir brauchen zwei Enderaugen. Heißt, wir brauchen. Kommt aus einem Blazewood mehrere Staub raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Ach, hier ist das andere Haus, genau, von unserem Dschungel her. Hier werden wir uns jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen versuchen hochzuarbeiten. So, werden wir das machen. Das ist gut. Gucken, ob wir irgendwo reinkommen in das gute Stück. Und da ist auch schon. Oh, Außenwand. Okay. So, und ja, dann sind wir auch schon oben. Zack. Gut, jetzt können wir uns hier oben ein bisschen umgucken. Hier gibt es nichts, okay. Nimm mal Schwert in die Hand. Oh, ich höre schon wieder einen Gast. Einen gastigen Gast. So, wir müssen einfach nur hier rum, wir müssen einfach nur Blazewood suchen. Was ist denn da hinten? Hm. Zombie-Pigman, der ist uns egal. Noch welche? Netherwarzen. Oh ja, dann nehmen wir mal die mit, die hier schon reif sind. Die kann man immer gebrauchen. Ich finde es auch direkt neu an, ich bin ja nicht so. So, gibt es auf der anderen Seite auch noch welche? Ja. Netherwarzen, das ist immer gut, das nehmen wir direkt mit. Die lassen auch direkt hier weiter wachsen, das ist völlig egal. So, weiter geht's. Wir müssen ein bisschen Fleisch essen. Haben wir was dabei? Ja, haben wir natürlich. Das ist gut. Ich hoffe, hier gibt es auch noch irgendwo Loren. Die Karte ist hier sehr aktuell da oben. Die sind stylisch in Grau gehalten. Man sieht also gar nichts. Toll, was ist das denn hier? Das ist ein Weg, ich will hier durch. So, da gab es also nichts. Hier kann man sich auch schnell verlaufen. Dann sind wir wieder bei den Warzen. Okay. Hi Jungs, alles klar bei euch? So, dann rennen wir mal hier so ein bisschen durch. Wand. Okay, dann versuchen wir einfach uns nach oben durchzuarbeiten. Eventuell gibt es ja oben was, einen Stockwerk höher. Und wenn man keine Treppen findet, dann macht man sich welche. Oh, jetzt ist meine Sparhitzhacke doch schon den Geist aufgegeben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, das ist Zaun, da kann ich nicht hoch. Aber es sieht auch nicht aus, als würde es hier oben irgendwas geben. Das sieht nämlich der nach oben aus. Fertig. Hm, das ist aber eigenartig. Ich hätte mir gerne die Festung von oben drauf angeguckt, aber das wird wohl nichts. So, dann gucken wir nochmal hier lang. Hier sind wir gerade rausgekommen, okay. Wie, das war schon? Das ist die ganze Festung. Und nirgendwo das, was ich brauche. Kann ja wohl nicht sein. Dann gehen wir hier den direkten Weg. Da drüben ist doch noch mehr. Wie komme ich denn da hin? Ne, da war ich doch gerade schon, oder? Das ist doch hier quasi diese Abzweigung. Also diese Festungen hier immer. Hier bin ich doch hochgekommen. Alles klar. Da sind noch Säulen, die einfach mal so in den Himmel ragen. Da oben ist Glowstone. Ich muss auch irgendwie versuchen, da oben drauf zu kommen. Okay, ich sehe schon. Hier ist bebaut, aber da müsste ich eigentlich hochkommen. Hier so. Machen wir das einfach mal hier. Genau, hier müssen wir eigentlich hochkommen. So. Und wenn wir dann oben drauf sind, das wäre jetzt der Fall, dann kommen wir uns einfach hier so ein bisschen durch. Und dann müsste man doch eigentlich da irgendwo rauskommen. Ups, da seid ihr, ey, Pigments. So, Glowstone nehmen wir natürlich auch mit, wenn wir schon mal hier sind. Das ist ja klar. Besonders wenn er so einfach hier liegt wie hier, dann können wir den natürlich nicht liegen lassen. So, einen lassen wir mal hängen, einfach damit es ein bisschen heller bleibt. Auch den da, der hängt sowieso über der Kante. Ich will den nicht schlagen aus Versehen. So. Die Festung ist echt mickrig hier. Was ist denn da hinten? Geht die Festung nur noch weiter, oder? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal darüber.
So. Was ist hier unten drin? Auch noch Festung. Sieht nicht so aus, als würde ich hier das finden, was ich haben will. Cool. Naja, können wir das hier benutzen, um uns runterzuarbeiten. Das ist ja schon mal was. Das war jetzt irgendwie fehl, oder? So, kann ich noch da machen? Okay. Und dann mal hier durch die Wand gucken, wo wir rauskommen. Ah ja, hier. Super. Ich glaube, in dieser Festung gibt es keine Lohen. Das ist natürlich schade. Hätte ich jetzt gerne welche gehabt hier. Aber die Festung scheint dafür nicht geeignet zu sein. Das heißt, ich muss weiter rennen. Jo. Hier gibt es leider nichts. Was ist denn da gegenüber? Kommen wir da vielleicht nochmal hin? Ich dachte immer, die sind in jeder Festung. Das scheint aber nicht so der Fall zu sein. Oh, wo bin ich hier? Ist das ein neuer Trakt oder ist das ein Trakt, wo ich schon war? Hallo? Ah, hier sind wir in meinen Netherwarzen, oder? Ja, die habe ich angepflanzt. Ach, stopp. Aber das ist dahinter. Aha. Okay. Nee, warte mal. Hier, auf der Seite war ich. Alter, auf der Seite war ich. Das heißt, ich muss bei den Netherwarzen vorbei und auf der anderen Seite raus. So, ja. Hier war ich dann demnach noch nicht. Okay. Hier ist ein Balkon. Wir nehmen mal den Zaun mit. Der sieht einfach noch cool aus. Kann man eigentlich besser mit einer Axt verarbeiten? Nein, das ist Stein. Eindeutig Netherstein. So, den nehmen wir mal kurz mit. Denn das kann man immer gebrauchen. So, jetzt rennen wir mal weiter. Wir versuchen noch Lohn zu finden. Hier geht es auch eine Treppe nach oben. Hier ist nochmal so ein Nethergarten. Also, warte mal, hier kommen wir doch her. Aber hier kann man nach oben gehen. Das konnte man ja sonst nicht. Was gibt's hier? Zinnen, mehr nicht. Okay. Wir müssen uns hier auf jeden Fall auch ein bisschen umgucken. Da war ich gerade rausgegangen. Was ist das hier für ein Flügel? Dafür Treppen nach oben. Okay. Okay. So, hier ist ein Schmiederaum. Also ein Gatter darstellen. Okay. Was ist das hier für ein langer Tunnel? Das ist da unten runter, was? Nein. Okay. Da gehen noch mehr Treppen nach oben. Dann nehmen wir die immer nach oben. Die Treppe hier. Oh, das ist ein interessanter Raum hier. Für nichts zu gebrauchen. Gucken wir mal hier oben raus, was da so... LOL! What the... Was ist denn hier los? Ist die Festung irgendwie halb überirdisch hier? Was ist das hier? Was ist das? Gänge. Da hinten führt es nach oben. Ich gucke mal da hinten rein. Mein Gott. Lange Gänge. Ah, das habe ich gesucht. Ah, endlich. Am Ende der Folge doch noch hier was gefunden. Oh, einen Blazehut gekriegt. Ah, es brennt, ich brenne, ich brenne. Ah, ich habe Feuerschutz, das ist kein Problem. Oh, so viel Feuerschutz habe ich auch noch wieder nicht. Upp. Ja, kommt her, kommt. Oh, ich muss... Ah, scheiße. Ich depp. Ich bin überhaupt nicht mit Nahrung voll und versuche hier gegen die zu kämpfen. Ich depp. Erstmal vollfressen und jetzt wieder ein bisschen warten hier. Yeah. So. Warten, bis ich wieder voll bin, sonst kämpfe ich nicht gegen die. Nicht schneller tot, als ich gucken kann. Gut, wie merke ich mir denn hier die Stelle jetzt am besten? Mache hier noch so ein C-Punkt und sage es. Wie heißen die Viecher jetzt? Moment. Nee. Ach, hier ist Spawner einfach. Spawner. Da fehlt ein A. Spawner. Spawner. So, okay. Das Blaue ist jetzt der Spawner. Das ist gut. Wo ist mein Ausgang? Da hinten. Das ist gar nicht so weit weg. Oh, Junge, ich bin noch nicht wieder heil. Hier draußen brennt immer alles. Das ist nicht gut. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Gehst du wieder rein? Oh ja, du hast daneben geschossen. Jetzt mach ich dich kalt. Weil du nicht auf mich gehört hast. Sehr gut, noch ein Blazehut. Gefährlich hier. Mach mal das Feuer aus. Gut. Ah! Ja, ja, jetzt brenne ich sowieso schon. Jetzt kann ich auch weiter kämpfen gegen dich. Okay, du bist auch hinüber. Keine Blazehut gedroppt. Drei Stück habe ich schon. Cool. So, ich bin ja noch fast voll. Da können wir mal da hingehen und gucken, was da noch spawnt. Gerade keiner. Wieso nicht? Ist nicht genug Platz oder wie? Ich warte einfach, dass noch einer spawnt, oder? Ne, ich beende erstmal die Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten, wenn ich dann wieder weiter gegen diese Viecher kämpfe.
Also, bis dahin. Tschüss.